Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. Today from Mesquite, Nevada, it's live final round coverage of the Desert Championship. Well, we have already seen three scintillating, sometimes spectacular rounds of golf. By the time twilight comes calling later today, we will have a champion as we check the Sunday leaderboard. Some good names up there, including our leader. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und es hat sich ein bisschen was getan. Ich bin gerade eben nach Hause gekommen, schalte meine PlayStation 5 ein und dann erzählt er mir doch tatsächlich was von einem Update, einem Download, fast ein Gigabyte groß. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt heute passiert ist. Heute haben wir Dienstag und ich habe dann gleich auch mal nachgesehen. Und zwar auf der Webseite von EA Sports, aber da ist leider nichts zu finden. Da steht immer noch der Patch Notes 4.0. Also keine Ahnung, was da heute passiert ist. Auf jeden Fall gab es fast ein Gig neue Software hier auf der PS5. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch war oder auf den anderen Maschinen hier bei Microsoft oder auf dem PC, ob ihr da ebenfalls Updates bekommen habt oder ob das hier eine Standalone-Geschichte ist für die PlayStation. Ja, herzallerliebst wäre ja vielleicht 60 Frames, aber da mache ich mir noch keine Hoffnung. Wir werden sehen. Nichtsdestoweniger sind wir am Final Day angekommen, Korn Ferry Tour, zweites Tournament hier bei der Desert Championship in Wolf Creek, Nevada. Wir haben uns relativ gut geschlagen, gar keine Frage. Wir schauen mal aufs Leaderboard und sind mittlerweile geteilt der Fünfte, weil wir doch eine richtig gute dritte Runde am Moving Day gespielt haben. 4 unter Par, glaube ich, und eine schöne 68. Und wir arbeiten uns so langsam ein bisschen runter, beziehungsweise im Leaderboard nach oben. Jo, natürlich ist es hier zum ersten Platz noch ein bisschen weit. 6 Schläge fehlen uns da. Aber lassen wir uns mal überraschen, wenn wir hier die 4. Runde beginnen und schauen einfach mal oder versuchen einfach mal wirklich die Front 9, die ja bis jetzt immer unsere Achillesferse war, etwas besser zu spielen. Ich habe hier meinen Matchplan wieder rausgenommen, um zu wissen, was wir so ungefähr spielen müssen. Und dann versuchen wir mal unser Glück und schauen mal, dass wir definitiv in den Top 10 bleiben. Okay, legen wir los. Wie immer erstmal ein bisschen schauen. Und wir sehen jetzt auch Wind. Diesmal deutlich stärker, wobei deutlich ist auch wieder hier relativ, aber ich glaube, das ist ungefähr die Windstärke, die wir am ersten Spieltag hatten, so 7, 8, 9 Miles per Hour, also das ist auf jeden Fall bemerkbar und wir haben jetzt erstmal ein bisschen, ja, deutlichen Wind von der rechten Seite. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir den Ball jetzt da reinbekommen. Wir werden ihn etwas flacher anspielen, damit er hoffentlich etwas mehr Roll hat. Okay, ich wünsche uns allen ein schönes Spiel für die 4. Runde Desert Championship. So, und der sieht schon mal ganz gut aus wieder. Wir scheinen das Fairway wieder zu treffen. And that will be in the fairway. So a solid start here on this Sunday. Jo, hervorragend. So, okay, jetzt exciting out there looking for that first professional victory on the Korn Ferry Tour in contention late on a Sunday final round. Noda, you've been there, you've broken through. What do you in fact learn from a situation like this? Well, it's a two-part situation, Rich. The first is believing that you have the ability to go out there and execute and finish this thing off. And the second is just dealing with the nerves and the pressure that go along with these big moments. And being able to handle both of those components as you work through the final round is an essential part to putting together that winning recipe. Well, just a good solid shot right there with that three wood, Frank. That's an aggressive layup, really, trying to force that three wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par five.
So, jetzt haben die Jungs ja sehr viel zu erzählen gehabt, deswegen wollte ich da jetzt nicht stören. Wir müssen mal schauen, wir liegen kurz vor dem Grün und müssen den jetzt da hochpitchen. Da geht es aber auch ein bisschen berghoch und wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir da oben auf dem oberen Plateau sind und nicht hier hängen bleiben. Okay, 37, 34 und der Ball wird auf jeden Fall nach rechts springen. Ich denke, das sollten wir so machen, denn er wird definitiv kürzer bleiben. Ah, komm, lauf hoch. Okay. Ja, da hätten wir noch ein bisschen mehr gebraucht, aber das ist okay. Okay, not too bad there. So. To his right. Poor birdie. Also, was zeigt er an? Im Prinzip Level. Das heißt, ein bisschen mehr. Ja, es ist Level. Und das Ganze bricht wieder doch deutlich von links nach rechts. Aber ich habe den Verdacht, dass der uns dann doch durch das Break durchläuft. Ja, wie immer wieder mal so eine Gefühlssache. Doch vielleicht ein bisschen weniger, damit er nicht zu sehr nach hinten wegläuft. Aber dann müssen wir etwas weiter oben anhalten. Naja, damit er dann so ein bisschen reinfällt. Ah, knapp vorbei. That's gonna miss right. And a good opportunity goes by the wayside. So, der muss jetzt rein, sonst haben wir gleich wieder mal einen schlechten Start. So, den drücken wir aber jetzt wirklich richtig rein. Okay. It's a par here at the first. And he'll stay at 700. So, wir müssen ein bisschen die Augen offen halten, um zu sehen, was sich hier verändert hat. Here at the par 4, 445 yard, second hole, severe dogleg to the left. What's the best play here, Frank? Well, that tee shot, Rich, is so intimidating, so you don't necessarily have to hit driver. Club decision is probably going to be important here, because if you hit driver, you've got to take it down over that left side, all over the canyon area. So if you hit 3 wood, you can play a slightly more conservative tee shot, but it is going to leave you a longer second shot to a green that's well protected on the right side by bunkers. But really, you know, if the wind's not blowing, this is a really good fun hole to play. Look at the vistas. So, jetzt haben wir ganz schön Gegenwind diesmal, 8 Miles. Also ich denke, mit dem Holz 3 werden wir jetzt da nicht mehr hinkommen. Aber wir werden sehr weit oben versuchen anzuhalten und den Ball noch ein bisschen reindrohen, dass er hoffentlich die Kurve hochläuft. Okay. Deswegen diesmal mit dem Driver. Oh ja, die Schwungkurve war ein bisschen wackelig. Ja, aber im Gegensatz zur ersten Runde hat der Wind uns geholfen. Second shot coming up. Let's check in for the first time with Nota Begay the third. 153 yards left to the hole. Pin in the back. So. Nee, ein Eisen 9 wird uns da eigentlich nicht reichen. Wir können natürlich kein Punch. Approach. Finesse. Eisen 8. Ja, das wäre eher das, was ich möchte. Okay, der wird hier ziemlich weit rüberfliegen. Ja, wir müssen da links oben auf dieses Plateau. Wir müssen da auf dieses Plateau, sonst wird es kritisch. Yep, 27. Okay, das müsste uns doch langen. Yep, rechts, links vom Stock wäre gut. So, wenn ich meinte, wir müssen ein bisschen aufpassen, meine ich natürlich jetzt nicht ein Update oder eine Veränderung hier am Platz, sondern ob wir irgendwo was sehen an der Optik oder irgendwelche Geschichten. Da bin ich mal gespannt, ob uns irgendwas auffällt oder ob da tatsächlich da noch was nachkommt hier auf der EA-Seite, was denn jetzt eigentlich hier mit diesem Gig an Update überhaupt passiert ist oder ob das einfach nur generelle Fehlerbeseitigung ist. Aber es wurde, wie gesagt, nicht angekündigt, ist einfach rausgegangen. Lassen wir uns überraschen. So wie auch jetzt von diesem Eisenschlag. Ja, ich werde ein kleines bisschen höher anspielen. So, ich glaube, er geht sofort nach links. Ja, das ist soweit okay. Okay, kommt noch ein bisschen runter zur Fahne. Komm, komm, komm. Ah, schade. Oh, that's not too bad. Good shot. Inside 20 feet, I would imagine. So, a good chance, really. Outside chance for birdie.
9 Inches und wir dürfen auf keinen Fall groß über das Loch hinaus putten. So, das heißt eigentlich wieder hier irgendwo hin. Naja, er bricht sofort runter, aber das war nicht zu vermeiden. Und wie gesagt, wenn wir schon keine gute Birdie-Chance haben, dann zumindest keine Bogies anfangen. Ja. Das bricht halt schon wieder am Anfang ziemlich. Ich möchte auf jeden Fall links vom Stock bleiben. Oh ja, komm, 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 komm. Nee. Naja. Naja. Lange Zeit habe ich gedacht, er könnte fallen. War eigentlich gut unterwegs und dann war er doch ein kleines Tickchen zu langsam. Aber wie gesagt, das Pärchen hilft uns auch weiter. So, wo sind wir denn? Sechster, wir haben einen Platz eingebüßt. On to the first par 3 here at Wolf Creek, 227 yard third, uphill, so it plays a lot longer than the yardage indicates. Better to be long here than short. So, das ist dieses verrückte Par 3. Da hinten dieser Fernsehturm, also man sieht schon, das ist ein verrückter Platz. Und ich muss auch ehrlich sagen, so, wir werden natürlich den Driver wieder spielen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein kleines bisschen froh, wenn ich dieses Tournament hinter mir habe, denn wie gesagt, also der Platz, der kostet schon richtig Nerven. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das wieder anhauen, und zwar irgendwo auf diese Seite, und mit ein bisschen Glück rennt er uns vielleicht wieder hoch, ne? So, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall mit dem Driver und dann Vollgas geben. Und zwar, was haben wir aufgeschrieben? Ja. Hoch, ja. Okay. Hoch anspielen und Stuff. Ja, er bleibt doch hoffentlich links vom Bunker. Oh, nee. Yeah, ein kleines bisschen zu viel. Might have needed an extra club, as that won't get there. So, dann schauen wir mal, weil wir pitchen den jetzt. Oh, das wird ein interessanter Pitch. Das wird ein interessanter Pitch. Aber gut, es ist fast Level. Das heißt 24. Wir gehen auf 20. 96. Dann gehen wir auf 19. Und auf jeden Fall ziemlich weit rechts, weil der springt auf jeden Fall nach links. Okay. Wird wenig Spin haben und müsste relativ schnell zum Liegen kommen. Okay. Sehr schön. Damit bin ich zufrieden. Länge hätte gepasst. So, es geht ein bisschen bergauf. Das ist gut. Ein bisschen über links. So that safely in. It's a par here at the third. And he'll remain right where he is. So, wir rutschen natürlich jetzt ein kleines bisschen ab, weil sich natürlich im Feld was tut. Certainly not long, Frank, but there's plenty of trouble out there. Yeah, this is very much a positional hole. This is not sort of tee it up with a driver and just rip it down. It's just find the fairway. You're going to have virtually just a short wedge, you know, 9-iron really at the most into this green. And really, this is a good chance for a birdie. So, two good shots and you shouldn't be too far away. Okay, die Fahne steckt etwas kurz. One par safe, okay. So, wir schauen mal ganz kurz ins Leaderboard. So, wer hat uns denn jetzt alles überholt? Minus 1, minus 5. Okay, der Rosenquist hat schon mal einen verloren. Der Kollege ganz vorne hat auch einen verloren. Ja, ich vermute, das wird sich auch ein bisschen entwickeln, so wie sich unser Spiel entwickelt. Aber wir müssen schauen, dass wir hier auf der ersten Seite des Leaderboards bleiben. Und zwar nach Möglichkeit Fünfter. Aber wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich, was die zweiten Neun angeht. Wir müssen einfach den Score zusammenhalten auf den ersten Neun. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auf den zweiten noch ein bisschen punkten können. Okay.
Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, ob der Wind dann kommt oder nicht kommt. So. Ja, komisch. Jetzt geht er auf jeden Fall nach links. Aber er springt hoffentlich nach rechts. Ja, sehr gut. Sehr gut. 109 Yards, das ist okay. Die Fahne ist jetzt aus dieser Sicht kurz gesteckt, wenn ich das richtig gesehen habe. Looking good. 109 left to the hole. Pin is very accessible here, right in the center of the green. Okay, wir haben auch Gegenwind. Oh, wir haben auch Gegenwind, aber die Fahne ist da. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier auf dieser Seite bleiben. Dann rollt er auch ein bisschen zu uns runter. Ein 50er war letztes Mal 15er hinten Kante rough, aber wir haben auch Gegenwind. Also das heißt, der wird sowieso kürzer bleiben. Dann denke ich, dann sollte das so ungefähr passen. Oh ja, er geht dann doch weiter rüber. Okay. Ja, geht jetzt rechts zum Stock. Das gefällt mir nicht so sehr. Und er wird spinnen. Ah. Naja, okay. Er ist auf jeden Fall auf dem richtigen Plateau. Das ist sofern ganz okay. Ah, so schlecht war das jetzt gar nicht. Wir haben halt nur am Anfang dieses Break. Aber da würden wir ja durchputten. Der Rest ist relativ gerade. Geht aber trotzdem von rechts nach links. Wir müssen aber ein Inch hoch. Okay, das heißt hier hin. Und wenn ich ein bisschen durchputten will, dann hier hin. Ja, weil dahinter geht er dann hoch. Okay. So, jetzt ist halt die Frage, wie viel es hier am Anfang macht. Hm. Was mich immer so ein bisschen irritiert, ist, wie er hier am Ball steht. Normalerweise, man sieht es ja hier bei dem Scotty, hat er in der Mitte ja so einen kleinen Strich. Und der tut ihn jedes Mal mit der Spitze des Putters ansprechen. Also eigentlich müsste der Kollege da ein bisschen nach vorne tippeln, damit er in der Mitte des Putters, der Schlagfläche ist. Aber okay, das ist Optik, aber irritieren tut es dann trotzdem. So, aber jetzt zurück zum Geschäft. Ja, am Anfang geht er rüber und dann geht er so ein bisschen kontinuierlich rüber. Ich gebe ihm trotzdem ein kleines bisschen mehr. Ja, komm, komm, komm. Also wir sind dicht dran an den Birdies. Wir sind dicht dran. So, was haben wir jetzt? Okay. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll stay right where he is. Oha, wir sind wieder einen Platz vorgerückt, weil irgendjemand ein Bogey gespielt hat. If you stand on the tee for the first time, you've got virtually no idea where you've got to aim. Do you aim it left of those bunkers? Do you aim it over the sort of the canyon? Really, the answer is how far do you hit it? Because that is going to determine the line that you hit it on. Avoid the water, that little stream, but you can always have a drink on the way if you want to, I guess. Second shot plays uphill, but this is a relatively short par 5, so very reachable. But you can see, you've got to flight that second shot. You want to make sure that ball's coming in nice and high to this green that's perched up. So, wir sehen es jetzt auch wieder. Auch hier haben wir Wind, der uns den Ball nach rechts drückt. Ja, aber er wird auch den Ball kürzer lassen. Also, es wird jetzt schwierig. Flach und drawn. Okay. Ja, das passt sehr gut. Das passt sehr gut. Da liegen wir im Fairway. Sehr schön. Okay, that's gonna be safely in the fairway, and that's Schwungkurve war aber extrem mies. Make a final round surge. So, er bietet uns Eisen 5 an. Well, some people might actually try and bounce it in between those two bunkers and run the ball up on the green. But personally, I'd try and actually take a hybrid or something with a little bit more loft and try and fly the ball. Take those two bunkers out of play. Ja, das Spiel haben wir schon mal gehabt. Wir müssen den von links reinbringen, damit er dann hier runterkommt. Aber wir brauchen auf jeden Fall 2 Schläger mehr. Das hilft nichts. Der Wind kommt uns auch noch entgegen. Also die Frage ist, ob das überhaupt passt. Wenn wir den dann über die linke Seite reinfaden, dass er dann hoffentlich hochrollt.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Gut. Ja, noch ein bisschen mehr. Ja, die Richtung ist richtig. Zack, hoch, bremsen. Ja, und jetzt wieder runterkommen, nicht verhungern. Ja, oh, der hat aber Speed. Oh, der rollt aber runter. Okay, sehr schön. Sehr schön. Wir sind auf dem richtigen Plateau, das hilft. So, jetzt haben wir eine Eagle-Chance. Oh ja, wieder ein Fuß geht's hoch. Das heißt, mindestens 4 Kästchen. Und jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Weil er wird sehr schnell dann hinter dem Stock bremsen. So, es geht von vorne geht's noch ein bisschen links, wenn er langsamer wird. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier das Birdie spielen. Das Eagle wäre natürlich herzallerliebst. Das wäre natürlich ein schöner Bonus. Okay. Am Anfang passiert nichts und dann ab der Hälfte fängt er an, rechts rüber zu wandern. Okay, so. Ja, schade, wieder zu kurz. Keine Chance zu fallen. Shouldn't be much in this for birdie. Ja, auch hier müssen wir wieder feststellen, dass die meisten Putts, die zu kurz gelassen werden, einfach nicht fallen wollen. So, jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen aufpassen, weil es geht hier wieder berghoch. Aber wir haben eigentlich kaum Break. Wir müssen nur bis zum Loch kommen. Also ein bisschen über rechts. Oh! So, da hat der Controller ein bisschen vibriert. Ich glaube, da habe ich etwas zu viel ausgeholt. Next up, 447-yard, par 4-6. If you hit driver off the tee, be mindful of the creek that traverses the fairway and the approach plays longer than the yardage as it climbs uphill to a really difficult green. So, hier müssen wir mal schauen, ob wir Rückenwind haben oder wieder Gegenwind. Davon hängt dann ab, mit welchem Schläger wir hier runterschlagen. Und wir haben Rückenwind. Das ist ganz, ganz gefährlich. Deswegen haben wir schon mal gehabt, werden wir das Hybrid 3 nehmen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal ins Leaderboard, denn es hat sich ein bisschen was getan. Wir sind wieder auf dem geteilten 5. Aber was viel wichtiger ist, das habe ich jetzt hier gesehen, dass am 2. Platz der Kollege mit minus 10 die 64. Oh, minus 8. Der hat eine minus 8 reingebracht. Boah. Die 64 spielt er hier auf diesem Platz und minus 10 steht. Das heißt, mit minus 10 ist man im Moment Sieger beziehungsweise auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Und wir haben minus 8 und minus 10 muss unser Anspruch sein. Da wollen wir hin. Gut, okay, dann wollen wir dafür hier jetzt mal den Grundstein legen. Der Wind treibt ihn nach links. So. Ja, wir müssen den faden gegen den Wind. Gegen den Wind faden. Gut. Und da wird ihn da runtertragen. Okay. Ja, er fadet rein. Oh, ist der lang. Ist der lang. Und der wird auch hoffentlich halten hier im Rough. Yeah. Zum Glück haben wir ein Eisen weniger. Just got away a little bit on that tee ball. Beziehungsweise einen Schläger weniger. Ball sitting okay here for his second here at the sixth. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, jetzt hätten wir auch die Chance gehabt, vermutlich hier rüber zu kommen mit dem Schlag. Mit dem Driver wäre man mit Sicherheit hier rüber gekommen. Aber gut, da ist man immer im Nachhinein etwas schlauer. Und so sind wir eigentlich auf jeden Fall safe. So, 33. Ich muss auf jeden Fall das Achter nehmen. Auf jeden Fall. Aber wir müssen nochmal schauen. Ah ja, das ist ein ganz, ganz kleines Plateau. Ein ganz, ganz kleines Plateau. Wir müssen eigentlich auf jeden Fall hier rechts landen. Ja, die Fahne steckt da. Der Wind drückt den hier rüber. Wir müssen rechts landen. Und wir müssen lang sein. Okay. 37, 35 ist definitiv ein Schläger mehr.
Ich schaue jetzt gerade nochmal. Ja, auf jeden Fall ein Schläger mehr. Pitching Wedge. 141. Eisen 9. Okay. Ach so, wir sind ja auch noch im Rough. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das würde jetzt natürlich alles funktionieren. Eisen 8. Jetzt müssen wir mal schauen, was da passieren kann. Ja, wenn es blöd läuft, springt er da in den Hang und dann rollt er uns rechts runter. Hm. Ja, wir haben halt dummerweise 92, 68. Okay, Eisen 8, aber deutlich weniger. Und noch ein bisschen hoch anspielen. So, ein bisschen mehr über rechts. Ja, der fliegt gut. Der fliegt hinten rein. Kommt er ein bisschen runter? Nein. Oh, gegen die Leute geflogen. Obwohl, er bewegt sich nicht mehr. Nein. That one is really long, Frank. He miscalculated there. Das wird spannend. Something. I mean, from where he was, it's just an aberration. Seriously, that little green patch down the end there with the flag in it, that's where you meant to go. Not like sailing over yonder. Ja, das ist jetzt ein Flop. Da müssen wir auf jeden Fall einen Flop spielen. Und der kommt dann ein bisschen runter. Der wird nach vorne springen. Bin ich mir ziemlich sicher. Zum Stock hin. Ja, den spielen wir lieber etwas kürzer. Dann rollt er sowieso zum Stock. Ah, springt voll nach rechts. Oh je. Okay. Kämpfen wir wieder ein bisschen ums Paar. Aber so schlecht war der Flopshot gar nicht. Okay, Level. Müssen wir mal schauen, dass wir hier das Break. Also, wenn er gerade... Er wird aber etwas brechen. Gut, das sollte doch reichen. Der wird doch jetzt nicht auf diese 6 Feet da... Jo, okay, Pärchen wieder gerettet. It is a par here at the sixth. And he'll remain 3 shots off the pace. So, eins unter auf den ersten 9. Das ist erstmal ein gutes Ergebnis. In der Vergangenheit, da hatten wir da immer Überpaar. 302-Yard par for hybrid or fairway wood off the tee should get you over a ridge that rolls downhill, leaving a short iron over a creek to the green. Ja, und die 7 hatten wir ja auch in einer schlechten Erinnerung. Da haben wir uns ja auch bös verschätzt. Und jetzt steckt die Fahne ganz, ganz hinten. Okay. Ja. Erstmal hier runter auf Eisen 6. Wir haben Gegenwind. Jetzt würde es sich fast anbieten, wenn wir hier oben bleiben. Dann haben wir 199, 310. Das wären dann 110. Im Prinzip gar nicht so verkehrt, wenn wir eben auf die Fahne spielen könnten. Und 110 ist ein Pitching Wedge vielleicht oder ein 56er, wir werden sehen, auf jeden Fall. Okay. So, auf jeden Fall wollen wir nicht im Bunker landen. Das wollen wir auf keinen Fall. Wenn er zu lang ist, aber das glaube ich nicht. Der Wind müsste ihn ja rüberdrücken. Ah, der ist zu lang, der ist zu lang. Der wird runterrollen. Ja gut, wenn der auf dem Plateau bleibt, ist auch okay. 97 ist ein Wedge. Ja, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Ja, wir müssen auf jeden Fall einen mehr nehmen. Bin ich der Meinung. Deutlich weiter nach hinten, weil wir müssen hinterm Stock eigentlich aufkommen. Ja. Okay. Ja, die Sache mit dem Wind ist halt immer so eine Sache, ne? Im Zweifel rollt er rechts in den Bunker, wenn er zu viel Wind bekommt. Aber ich möchte ihn lieber etwas länger. 16. Der Wind macht ihn eigentlich kürzer. Vierundfünfzig.
Finesse. Er wird ein bisschen Spin haben. Ja, bleib oben und tu nicht spinnen. Okay, damit können wir gut leben. Nee, nee, mein Freund, da machen wir einen Texas Wedge. Da machen wir natürlich einen Texas Wedge, weil da kann da nicht allzu viel schief gehen, außer dass wir zu kurz sind. So. Was hat er denn? 2 Inch, es geht bergab. Okay. Wir schlagen aus dem Fringe. Da müsste er normalerweise sowieso ein bisschen kürzer bleiben. Okay. Und ein bisschen über rechts. Bisschen mehr über rechts. 2 Inches. Ja, kriegt ein bisschen Speed. Ja, nee. Riecht viel zu früh und hat überhaupt nicht das Tempo. Just a bit short, but I'll tell you what, from off the green, that's pretty well judged. Ja, ich würde mal gerne auch mit dem Texas Wedge einlochen. So. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he's going to remain at 8 under. Par 3/8, 248 yards down to the green. What a hole. Yeah, maybe you put your two hands together, make a little prayer. You might make two, but make three here and run to the next tee. This is it's just a gorgeous par three, but it is tough. Every bit as tough as what it is pretty, as a matter of fact. So, diese Bahn hat uns schon mal 2 Schläge gekostet. Hier haben wir schon mal 2 Bogies einkassiert. Eisen 4. Der Wind drückt den unheimlich nach links rüber. Und mit dem Eisen 4 waren wir eigentlich auch viel zu kurz, viel zu lang. Boah. Das Dumme ist halt tatsächlich hier das Wasser. Da muss man Cojones haben. Dass man dann doch sagt, man geht hier Richtung Wasser und hofft, dass der wirklich, weil die Fahne ist ja kurz gesteckt. Eisen 4. Eisen 5. Würde schneller liegen bleiben. Ich meine, der Wind kommt von links, und aber ein bisschen gibt er ihm ja Speed dazu. Eisen 5 bleibt deutlich früher liegen als das Eisen 4. Wir werden es einfach versuchen. Mal ein bisschen no risk, no fun, Freunde. Auf jeden Fall fliegt er rechts rüber, weg vom Wasser. Und wenn er jetzt auf dem Grün liegen bleibt, komm, bleib liegen. Komm, bleib liegen. Ah. Okay. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. So, pitchen. Nach links. 14 auf 10. Er rollt ein bisschen zum Stock. Okay. Ja, der wird ein bisschen zum Stock rollen, deswegen etwas höher anspielen. Oh ja, rollt noch ein bisschen, aber ich glaube, das ist okay von der Position. Ja, erstmal die Hose sauber machen. So, was haben wir? Es geht ein bisschen bergab. Das heißt, wir können den so lassen. Ja, er wird das Break annehmen. Das Break wird er annehmen auf die Entfernung. Mit dem etwas langsameren Ball. Der wird doch nicht links darüber laufen. Das glaube ich nicht. Okay. Good roll there. It is a par here at the 8th. And he'll remain right where he is. So, bis jetzt geht der Matchplan gut auf. 1 unter auf den Front 9, wo wir ja immer ein bisschen Probleme haben. Wolf Creek with the 390-yard par 4 9. Bit of a breather here. Time to pull out the big stick and let it rip. Find the fairway. And a birdie is definitely in play. Yep. Jetzt hier noch das Pärchen. Vielleicht sogar noch eine Birdie-Chance herausspielen. Und wir sind auf jeden Fall gut im Rennen und können dann auf den zweiten 9 angreifen.
So, der Wind wird uns helfen. Der Wind wird uns helfen. Er ist auf jeden Fall nicht gegen uns. So, wir haben also keinen Gegenwind. Das dürfte gut passen. Ja, nochmal gucken, wie er rollt. Doch, er müsste ja da vorne dann rechts rüberrollen. Also das müsste passen. Er nimmt die Kurve an. Ja, sehr gut, das passt. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir auch heute wieder ein bisschen Glück haben mit dem Wind. Der ist natürlich stärker als an Spieltag 2 und 3. 76 yards away. Here's his second. Und die Pin-Position ist auch gut. Knockdown. Ach was. Knockdown. Kriegen wir gar nicht hin. Finesse wäre auch mit wenig Spin. Wir haben mit Wind, aber es geht 21 hoch. Ideal wäre natürlich, wenn wir den hier oben zum Landen bringen und er genau mit dem Backspin so viel rund, dass er dann hier runterrollt. Und dann müsste er auch ein bisschen zum Stock hinrollen. Aber ich glaube, so gut sind wir nicht. Der Wind dürfte eigentlich nicht so viel ausmachen. Also, aber ist egal. Wir bleiben auf jeden Fall rechts, links vom Stock. Dann haben wir ein bisschen mehr Grün. Er wird auf jeden Fall kürzer bleiben. Natürlich, klar, wenn er in den Hang fliegt, dann kriegt er nochmal Spin. Das ist klar. Okay, wir machen Folgendes. Wir werden mal ein bisschen flach anders spielen, damit er hoffentlich nicht so viel Spin bekommt. Oh, komm, lauf. Okay. Oh, das war wieder ein bisschen knapp. Bisschen wieder Herzschlag. Look here at birdie. It's key to keep the pace up. Pretty straight putt, not a whole lot of break. 5 inches. Okay, mindestens so viel, würde ich sagen. Okay, zuerst geht er nach links. Und dann kurz vorm Loch geht's nach rechts. Aber das heißt, wir müssen auf jeden Fall über rechts. Naja, klar, er muss dann relativ. Okay, ein bisschen mehr. Good effort, but that'll run 2-3 feet past the hole. Ja, jetzt habe ich dann doch noch ein bisschen mehr Gas gegeben. Ein bisschen mehr Speed drauf. Dann hätte es vielleicht gepasst. Aber gut, es ist halt einfach so, 10,8 cm sind nicht groß. Das sieht alles immer so groß aus. Aber je mehr man dann drankommt, das ist fast wie beim 11 Meter. Plötzlich ist so ein Tor ganz, ganz klein, wenn der Torwart drin steht. Und so ist es hier auch. Aber jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Es ist leicht bergab, oder? Leicht bergab. So, und das Ganze hat noch ein bisschen Break, so wie es aussieht. Oh ja, nicht mal zu wenig, würde ich fast sagen. Okay, sehr schön. Yeah, that will mean it's a front nine score of 35, one under par. So, das sieht doch gut aus auf dem Leaderboard. The par 4-10th. What's the right way to attack this hole, Frank? Rich, you got to convince yourself there's more fairway down there than what it first looks, because that ridge on that right side, the desert there, blocks your view off the tee. But this fairway is just as wide as every other fairway on the golf course. A good drive, sort of 280, 300 yard plus, will always take those bunkers down the left out of play. From there, that second shot, just be aware of where the flag is. If they have it in that front or middle section, this is certainly a birdie hole. Anything on the green is going to be a very sort of makeable putt. Just be careful though when that flag is on the back right. That's the hard position because it brings that pop bunker into play. So, ich glaube, jetzt hat er alles erzählt, was wichtig ist. Für uns ist wichtig, dass wir da sind, wo wir gestartet sind, mit minus 1 und wir haben uns kein Bogey eingefangen. Also ich bin damit erstmal sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch.
geteilter Fünfter, da sind wir gestartet, da sind wir auch gelandet und man sieht, es ist vorne eng, minus 8, minus 9, minus 10, also wir haben da noch Optionen, uns ein bisschen nach vorne zu bewegen. Wir sehen hier, der Rosenquist hat schon mal plus 3 gespielt und ist hinter uns, also den haben wir praktisch definitiv überholt, aber für uns ist das Ziel minus 10, die 64 steht, hier haben wir eine 67 von Godwin und der hat minus 5 gespielt. Also ihr wisst ja Bescheid, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Scorekarte, die eigentlich wirklich schön ist. Wir spielen uns langsam hier auf dem Platz ein. Minus 1, kein Bogey, das ist gut. Und jetzt habe ich mir ja selbst ein bisschen Druck gemacht, weil ich gesagt habe, die zweiten 9 sind definitiv immer bei uns besser. Und da bin ich mal gespannt und ihr hoffentlich auch, ob ich diesem Druck gewachsen bin. Also ob es noch ein Stückchen weit nach vorne geht oder wir vielleicht dann doch noch einbrechen, das seht ihr dann im nächsten Video, wenn es auf die Back 9 geht. Das waren die Front 9, vierter Spieltag, Desert Championship. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und falls euch irgendwas aufgefallen ist bezüglich dem Update, falls ihr da irgendwas gesehen habt oder so oder irgendwelche Erfahrungen ihr schon gemacht habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch an dieser Stelle wie immer ein schönes Spiel. Servus!